Da ist die Brücke. Okay. Also Fackeln senkt denen ihre Moral nicht, aber die verscheucht die zumindest. Das heißt, mit einer Fackel könnte ich die halt, kann ich die zwar nicht verscheuchen, aber, also dass die mich komplett in Ruhe lassen, aber ich kann die hinhalten. Ja, also ich kann dafür sorgen, dass sie mich nicht angreifen. Und dann kann ich schauen, dass ich irgendwie in den Safe Space komme. Na, mit einem Revolver auf die schießen, haben wir gesehen, das bringt nicht so viel. Sondern immer nur so ein ganz kleines Stück. Ich hätte es jetzt da nochmal probieren müssen, ob da vielleicht die Leiste mehr abnimmt. Aber glaube ich irgendwie nicht. Deswegen, ja. Ich finde es halt bescheuert, wenn du einen tötest, dass das halt wirklich genauso viel bringt, wie als wenn du einfach nur einen anschießt oder halt daneben schießt. Also einfach nur Krach machst. Ich meine, das sind ja Wölfe, die sind ja jetzt auch nicht dumm. Ne, die checken ja, wenn jetzt halt hier einer von ihren Kameraden, sage ich mal, wenn der tot ist. Sollte man meinen, also ich bin jetzt kein Wolf-Experte, aber eigentlich sollten die ja vielleicht checken, oh, da ist gerade einer von uns gestorben, das sollten wir vielleicht uns zurückziehen oder so. Aber gut. So ist es halt. Ich find's auch geil, dass ich so gute Kleidung habe, aber schneller erfriere als die da oben. Naja gut, was willst du machen? Es sind ja gleich da. Also überleben werden wir es auf jeden Fall, da bin ich überzeugt. Und dann, ja, mal schauen. Wenn wir da sind. Wie es dann beim nächsten Mal weitergeht. Ja. Das dauert. Ist wie so Missionen machen in GTA. Du steigst auf dein Noob-Bike. Na, so Bunkervorräte zum Beispiel. Da musst du ja manchmal bis ans andere Ende der Map fliegen. Da steigst du auf dein Noob-Bike, fliegst hoch und dann hältst du einfach W gedrückt. Das gibt's, glaube ich, in keinem Spiel. Außer GTA. Und The Long Dark. Wir sind auch langsamer, weil wir gegen den Wind laufen, ne? Aber was soll ich machen? Ich muss halt in die Richtung und der Wind kommt aus der Richtung. Ja, jetzt sind wir langsamer. Gerade eben, wo es windstill war, waren wir nicht so langsam. Hold on, my hand. Take on me. Take on me. Extra schlecht singen, damit die GEMA nicht claimt. So, die GEMA gibt's ja nicht mehr, ne? Also gibt's schon noch, aber die claimt nichts mehr auf YouTube. Boah, das waren noch Zeiten, wisst ihr noch damals? Wenn man irgendwie so ein Musikvideo aufgerufen hat und auf einmal kam, ja, das darfst du nicht gucken in Deutschland wegen der GEMA. Du Hurenkind. Ich höre Wölfe. Nee, wir machen jetzt keine Wölfe hier kurz vor Finish. Nein, nicht rechtsklick. Lass jetzt die Maus los. Es ist, ich hab so die Maus in der Hand und dann mache ich nichts außer W drücken. Und irgendwann wird dann der Finger so schwer, sage ich mal. Und dann klickt man immer aus Versehen. Da. Eini.
Eini ins Warme, in die gute Stube. Ja, Feuer. Guck mal her hier. Oh, da ist warm. So, hier schön. 30 Grad. Verabreiche Dimitri das Insulin. Ach ja, stimmt, den gibt's ja auch noch. Was mache ich mit ihr jetzt dort? Burning. Lege Gwen auf ein freies Bett. Also entweder ist zufällig gerade eins frei geworden, während wir unterwegs waren, oder der Pfarrer kann hell sehen und hat schon mal ein Bett vorbereitet. So, wir drehen sie schön. So. Und Flatsch. Easy. Just gonna see if I can help. You'll feel better after you sleep. Oh, zum Glück sieht man's nicht. Aber bei Spritzen bin ich empfindlich. Dimitri. I'm sorry. I found her. She didn't make it. Bringe die Ausweise zurück. Ja, das habe ich jetzt schon mal gemacht, ohne es zu wissen. 1 von 12. Bennett! Eric! Elon! Geheilt unter Kühlungsrisiko. Jetzt haben wir nur noch satt. Ja, da geht's uns ja wieder richtig gut. So, ja, das können wir noch machen. Dann kriege ich die 4 Stunden noch voll. Chloe, dass er jetzt nur mit den Leuten hier reden. Sie sagt jetzt, hat er. Woher weiß sie, dass es ein Er ist, dass die einen Mann dabei hatte? Ich meine, wir haben die Ausweise gesammelt, aber da steht ja nicht drauf, ja, hier der Typ mit der Frau oder so. Ach, keine Ahnung, ich hinterfrag schon wieder zu viel, glaube ich. I'm sorry. I couldn't find who you were looking for. I hope they survived and they're safe somewhere. Find them, please. I'm sorry. I found her. She was lost in the crash. Jetzt habe ich gedacht, wir bleiben geduckt, aber dann, okay. Dann nicht, ne, dann nicht. Ruby! He was lost in the crash. Böser Hund. Wobei, ist eigentlich ein braver Hund, weil... Ich hab die Tür zu und ich höre nichts draußen. Ja gut, meine Mutter ist auch wieder da, ne? Aber trotzdem. Hört man nichts. Und wenn man nichts hört, dann ist immer gut. So, die hier haben wir. Wo sind hier 12 Leute? Noch 6. Wohl 1, 2, 3. Die, okay. I'm sorry. I found her. She didn't make it. Sorry, I couldn't find them. Please look for them. Ja klar, was soll ich noch alles machen? He died in the crash.
Winston! He didn't make it through the crash. Maud. I'm sorry. I couldn't find them. Search for them, please. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen nochmal los und nach Leuten suchen. Na, ich weiß nicht. Mal gucken, was da Peter Cornelius gleich sagt. I found her. She didn't make it through the crash. Speichervorgang. Sprich mit Pater Thomas. Ja, das machen wir, glaube ich, beim nächsten Mal dann. Obwohl beim nächsten Mal direkt wieder mit Gequatsche loslegen. Ich weiß nicht. Ich werde auf jeden Fall offscreen, das sage ich jetzt schon mal, Inventarzeug machen. Schuhe reparieren und so weiter, weil das ist, naja, das haben wir zu Haufe schon gesehen. Und ich werde dann einfach sagen, yo, ich habe das und das gemacht. Jawohl, die Mütze ist hin, perfekt, kaputt. Geil, Aktion. Ja, können wir nichts mehr mitmachen. Das ist scheiße, ja, da. Da haben wir nur noch eine, ne? Muss ich gucken. Die Hose sieht aus. Egal, wie es aussieht, ey. Noch 30% nass. Okay. Ja, okay, weißt du was? Ich quatsch jetzt noch mit dem, dass wir beim nächsten Mal dann kein Gequatsche haben. Offscreen mache ich dann Inventar, unser Inventar fit für die nächste Aufnahme und dann. Ja, ne? Wisst ihr Bescheid. You made it. I prayed that you would. Yes, I made it. And I found another survivor. In bad shape, though. Found the insulin, too. Thank you, my child. This is a big help. Weather's turning worse. I fear another blizzard is on the way. How can you tell? The farmers of Pleasant Valley have been part of my flock for years now. Over that time, you start to see the patterns of things. Blizzards are common this time of year. We're due for another one any day now. And then what? Normally, we'd hunker down with a stack of firewood, a full pantry, and wait it out. And now? Even with what you've done, we'll have to pray we survive long enough for the weather to clear. Prayer is your thing, Father. You handle that. Between the plane crash and the houses in the area, I'm gonna pull together whatever supplies I can find. Maybe between the two of us, we can keep these people alive. May God watch over you, my child. Still some names missing from the Kapitel 3, nahen der Sturm. Suche die vermissten Überlebenden und bringe sie zurück. Lege Vorräte in den Vorratsschrank der Zentrumsküche. Suche in den Joplins Vorratsbunkern. Ja, gut. Leuchtpistole, Leuchtpistolenmunition, Antibiotika. Und ich habe das ganze Antibiotika weggelegt, ne? Thank you.
Verbände. Na gut, Verbände kriegen wir hin. 48 Stunden Feuerholz oder anderer Brennstoff. Ja gut, da haben wir ja zigtausend Paletten da hinten. Antiseptikum. Na gut, dass ich das ganze Antiseptikum mitgenommen habe. Ach, hier wäre noch schlechtes Antibiotika gewesen. Was meint der jetzt halt mit 8? Der meint wirklich 8 Flaschen. Ach du Schande. Okay, ja, da wollen wir ein bisschen zu knabbern haben. Okay, ja gut. Dann würde ich aber sagen, soll es das für die Aufnahme gewesen sein. Bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Beim nächsten Mal haben wir dann ordentlich was zu tun. Kalorien müssten wir zusammenbekommen, müssen wir halt so ein paar Wölfe niederschießen. Die kommen ja immer ganz gern freiwillig, die bieten sich ja gern an. Und dann sollten wir das Angebot natürlich auch annehmen. Ach, hier, guck mal, Tagebuch. Ach, das ist Tagebuch hier. Missionen. Und die Leute sollen was suchen. Wo sind die? Nahender Sturm. Nahender Sturm, okay. Und wir müssen jeden von denen nach Hause schleppen. Und hier oben ist gar nichts mehr. Heckteil. Das heißt, ich muss hier nochmal für die beiden Nebenmissionen hochlatschen. Okay, ja, dann mache ich, dann werde ich die nächste Aufnahme vielleicht hier oben beim Wrack starten, ne? Oder hier Ort des Zwiespalts, oder hier bei irgendeinem Ding. Da muss ich mal schauen. Okay, naja. Auf jeden Fall war's das für die Aufnahme. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Gucken wir wieder hier ins Feuer, ne? Hier schön Kaminsimulator. Und dann sage ich nochmal danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.